Weil ich weiß, dass mein Mikrofon das scheiße anhört, aber das hat sich gerade echt nach einem Totalausfall angehört. Ich hoffe, mein Mikrofon ist nicht allzu scheiße. Doch, ich weiß, dass es allzu scheiße ist. So, dann Apokalypse. Und wir spielen das Ganze als Ted und Fatman auf ins Abenteuer. Warte mal kurz, ich hätte vielleicht mal die Auflösung noch umstellen sollen. Naja, egal. Verbandskasten. Es liegt nicht an mir. Da haben wir Dosen und ein Radio. Ich wusste gar nicht, dass eine Patientenverfügung über 10 Seiten groß ist. Ja, kommt wahrscheinlich drauf an, für was da die. Also ich habe bei mir, bei meiner, die ist jetzt vor 2 Tagen fertig geworden, habe ich alles Notwendigste reingetan, was wirklich wichtig ist und relevant ist. Über Reanimation bis Organspende, wirklich alles. Mhm. Was wann in Kraft treten soll, was nicht. Ui, mein Ladekabel glüht. Also 20, 30 Grad hat das. Ist auf jeden Fall heiß. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab mir gerade noch mal die Aufnahme angeguckt von Pummelparty. Also meine Version, also meine eine Seite davon. Okay. Hörst du wieder auf, die Pfeife zu rauchen im Stream? Ja. Dankeschön. Tag 1. Ja. Ach, das ist nur die anderen Anstrengungen. Achso, das ist ein bisschen arg reingezoomt gefühlt, aber okay. So, schön, wunderbar. Ja, das ist echt voll reingezoomt. Naja. Wir haben es nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle. Das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir hier unten klar. Dosensuppe soll ja ziemlich gesund sein. Früher war unser Bunker immer gut ausgestattet, aber irgendwie haben wir die Vorräte immer verbraucht, statt sie für einen Notfall aufzusparen. Einmal haben wir eine Suppendinnerparty gegeben, ein andermal brauchten wir das Gewehr, um unserer Nachbarschaftswache in einem erbitterten Kampf gegen Waschbären beizustehen. Zum Glück sind einige Vorräte unberührt geblieben, im Sinne von, man kann ihn noch abschließen. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt, wir werden aus Dosen essen, aus Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das bereits. Wir haben reichlich Wasser, also müssen wir uns eine Weile nicht darum sorgen. Einen besser ausstaffierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Nicht, dass wir je einen anderen gesehen hätten, aber das scheint eine Menge Vorräte zu sein. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Wir brauchen nichts. Heute sollten wir etwas Spaß haben und ein oder zwei Spiele spielen. Zuerst müssen wir uns für ein Spiel entscheiden. Der Tag ist schon fast vorbei und wir sind immer noch nicht einig. Mein Gott. Aha. Ja, ich lese jetzt halt das Spiel vor. Ja, das weiß ich. Wir haben Ich sehe was, was du nie siehst gespielt. Die ersten 3 Minuten lang hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Danach waren wir alle die Fabel Grauleid. Ted scheint es gut zu gehen, auch wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist. Mary Jane geht es auch gut. In Anbetracht der Lage ist Dolores ziemlich ruhig und Timmy ist brav. Die Frage ist, wie lange. Tschüss Rico, viel Spaß und gute Nacht. Tschüss Rico, danke fürs dabei sein. Gute Nacht. Ach du meine Güte. Der Konstrukteur dieses Atombunkers war ein Genie, aber wir sind nicht sicher, ob das aus dem Rohr tropfende grüne Zeug auch zum Lieferumfang gehört. Wir sollten wohl versuchen, dieses Problem mit der von uns mitgenommenen Ausrüstung zu beheben. So. Erstmal das Boy Scout Manual dafür verwenden. Es scheint funktioniert zu haben. Ha, Problem gelöst. Kein Leck, keine Sauerei. Zurück zu unserem kleinen Bunker. Ted hat großen Durst, wir sollten Mary Jane etwas zu trinken besorgen. Es muss noch etwas Wasser übrig sein, Dolores sollte es bekommen. Etwas Wasser für Timmy wäre schön. Nee, heute gibt's noch kein Trinken. Wir machen mal auf.
Tag 4. Und jetzt gibt es dann Wasser. Jemand hat das Feuer auf uns eröffnet. Wir haben die Falltür so schnell wie möglich geschlossen, aber ein oder zwei Streifschüsse abbekommen. Oh. So. Für alle gibt's Wasser. Und eine Expedition können wir eins nicht machen. Eins der Regale im Bunker hat ein wenig gewackelt und wir haben es daher zur Entsorgung rausgerissen. Dabei fanden wir eine geheime Tür. Wo führt sie hin? Wir wissen es nicht, aber wir finden es heraus. Ich habe weder eine Taschenlampe noch ein Gewehr, also kann ich es nicht rausfinden. Das ist natürlich nicht schön. Es gibt Dinge, die besser unberührt und unbekannt bleiben sollten. Was sich auch hinter der Tür befindet, wird dort bleiben müssen. Wir haben außerdem ein paar Möbel vor die Tür gestellt, um sicherzustellen, dass da auch nichts herauskommt. Können wir Dolores Verletzungen nicht irgendwie verarzten? Achso, Dolores ist krank. Dolores hat keinen Durst mehr und alle anderen haben auch keinen Durst mehr. Schön. Dann darf Dolores... am Ende von Tag 5 doch noch nicht. Wir sind ziemlich sicher, dass Mary Jane vor 2 Wochen Geburtstag hatte. Doch wie sich herausstellt, ist er heute. Sollen wir ihr etwas besorgen, woran eine junge in einem winzigen Bunker gefangene Dame Spaß hätte? Nö. Ich habe nichts, was ihr Spaß machen könnte. Tag 6. Mary Jane ist zu alt für die Geburtstage. Unsere Meinung. Alter. Können wir Dolores Verletzungen nicht irgendwie verarzten? Timmy sollte etwas essen. Timmy beschwert sich heute nicht, zumindest nicht. Ted beschwert sich heute nicht, zumindest nicht viel. Und Mary Jane scheint heute gut drauf zu sein. Hoffentlich bleibt es so. Also für morgen eine Expedition zu machen, naja. Wir hatten das Gefühl, etwas würde uns aus einer Ecke des Bunkers beobachten. Wir glauben, es ist eine Ratte. Jedenfalls sieht es nach einer Ratte aus, und zwar nach einer fetten. Wir haben entschieden, dass wir etwas tun müssen. Jetzt heißt es sie oder wir. Ja, ich habe eine Axt. Und wahrscheinlich geht es jetzt nach hinten los. Tag 7. Was es auch war, nun ist es tot. Ziemlich tot. Vielleicht versteckt sich irgendwo in diesen gemeinen kleinen Löchern noch mehr davon. Dolores ist immer noch verletzt und es kann dauern, bis es ihr besser geht. Wenn wir etwas brauchen, dann ist es Wasser für Dolores. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Ja gut, dann gibt es jetzt heute Essen. Und immer noch keine Expedition. Aber hier schalten wir das Radio an. Wir haben über alles diskutiert, was uns eingefallen ist. Es will niemand mehr reden. Die Stille ist wirklich verstörend. Wir sollten etwas unternehmen, bevor wir anfangen, Selbstgespräche zu führen. So, ich hoffe, im Radio war was Interessantes. Ach, Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So, etwas gibt es da draußen doch noch, oder? So, Dolores ist immer noch verletzt. Dolores hat keinen Hunger mehr. Und jetzt müssen wir halt allen Wasser geben. Heute gibt es immer noch keine Expedition. Timmy sitzt die ganze Zeit nur da und starrt Löcher in die Luft. Stimmt etwas nicht? Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden. Mach das mal. Das kann garantiert nach hinten losgehen. Tag 9. Schon ein freundliches Wort hier und da kann andere aufheitern. Timmy scheint es besser zu gehen. Ted ist nicht mehr durstig, Mary Jane hat keinen Durst mehr, Dolores hat keinen Durst mehr, aber sie hat immer noch Verletzungen. Timmy hat keinen Durst mehr, Timmy sollte etwas essen. Ja, wir bereiten für morgen eine Expedition vor. Und was zum Teufel sind das für Geräusche? Kommen sie aus den gottverdammten Wänden? Sie machen uns wahnsinnig. Kriecht etwas durch die Lüftung? Ganz ruhig, tief durchatmen. Wir sollten uns wahrscheinlich beruhigen, bevor wir noch anfangen, sie einzureißen. Vielleicht sollten wir es eine Weile mit etwas Entspannung probieren. Ja, dummerweise habe ich nichts, dass wir entspannen können. Die Langeweile kann ja einen Bunker echt zu schaffen machen. Sie kann einen an finstere Orte führen. Das könnt ihr uns glauben. Das weiß ich nicht, aber ich vermute es mal. Dolores ist schon ganz blass. Ihre Verletzungen müssen schnellstmöglich behandelt werden. Timmy ist sehr hungrig. Okay. Timmy kriegt was zu essen. Okay. Ciao, Adrian. Du hättest auch einfach was sagen können.
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du darfst es gerne machen. Gut, also. Also dann gute Nacht. Ja. Danke fürs Mitmachen. Bitte nach. Kein Problem. Und nach draußen geht Mary Jane und du nimmst nichts mit. Oh Gott. Nee, du nimmst was zu futtern mit, weil davon haben wir eh genug. Noch 2 Minuten, dann ist jetzt der Stundenstream rum. Offiziell. Hurra. Der Loras ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir, dass sie es wohlbehalten zurückschafft. Ausrüstung, Suppe. Ted hat großen Durst, Ted hat Hunger. Ja gut, alle könnten jetzt irgendwas essen und trinken, gibt's aber heute nicht. Und wir hören wieder ein wenig Radio. Es klingelt ein Telefon. Ich erinnere mich da schon bereits an eine andere Mission. Oh verdammt, im Radio ist etwas durchgebrannt, das ganze Scheißding hat Feuer gefangen. Wir konnten es löschen, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Och nö. Ted würde sehr gerne etwas essen. Es gibt jeder kriegt Wasser, jeder kriegt Essen. Und nach draußen gehen darf Timmy. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Ja, toll. Nee, wir müssen nichts machen. Radio ist, out of reach. Immer noch kaputt. Tag 14. 2 Wochen in dem zweiten Tag. Unwissenheit ist ein Segen. Ein weiterer Tag in Ahnungslosigkeit wird uns auch nicht umbringen. Ja, bla. Und wieder bräuchten wir das Radio, aber wir haben kein Radio mehr. Das ist schlecht. Ob Dolores aber jetzt noch wiederkommt, die ist ja schon 5 Tage weg. Das einzig Wichtige ist jetzt regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragungen mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht etwas schlauer. Ja, dummerweise haben wir aber kein Radio mehr, was funktioniert. Letzte Nacht hat Ted, Zeta und Mordio geschrien. Nee, die Aussage kenne ich gar nicht mehr. Time remaining zero. Übrigens, herzlich willkommen zum 12 Stunden Plus. Er hatte fürchterliche Angst und schrie etwas vom radioaktiven Tentakelmutanten auf seinem Gesicht. Es war jedoch nur Mary Jane, die im Dunkeln auf sein Gesicht getreten war. Ted hat das alles sehr persönlich genommen, verlangt nach medizinischer Versorgung. Tag 16. Mary Jane wird, glaube ich, nicht, oder Dolores wird, glaube ich, nicht zurück, Gärten. Ted und Mary Jane haben sich beide geweigert, sich zu entschuldigen und sind stattdessen gleich einen Zustand der Paranoia verfallen. Ted scheint zu denken, dass Mary Jane es auf ihn abgesehen hat, während Mary Jane davon überzeugt ist, dass sein Gesicht ihren Fuß getreten hat und nicht umgekehrt. Scheint so, als würden heute beide mit offenen Augen schlafen. Okay, und wir haben ein paar Kritzeleien. Heute gibt's wieder mal beides. Ted und Mary Jane geraten immer wieder ineinander. Heute haben sie sich über Filmcharaktere gestritten. Um genau zu sein, darüber, wer in einem ultimativen Kampf gewinnen würde. Mutierter Godzilla oder mutierter King Kong? Es ist mit Sicherheit keine einfache Frage und die beiden liefern sich eine hitzige Debatte. Wer wird als Sieger daraus hervorgehen? Ist ja schön, dass wir nicht wissen, wer welchen Standpunkt trägt. Und ich würde nämlich mal sagen, mutierter Godzilla geht aus sowas immer hervor. Also sage ich jetzt mal, Ted wird als Sieger hervorgehen. Ja, langsam werden die Bärte und alles länger. Ted hat sich die Ohren zugehalten und laut etwas vorgesungen, um die erstklassige Argumentation von Mary Jane auszublenden. Die Situation ist weiter eskaliert, als sie begann, Gegenstände durch den Bunker zu werfen. Naja, wir haben kein Schloss mehr. Ob dies der puren Aufmerksamkeit oder doch einer visuellen Darstellung des Kampfes diente, war nicht ganz klar. Sie konnten sich nicht einigen und ein paar der Vorräter mussten darunter leiden. Das ist schlecht. Wir sollten mal kurz einen Blick nach draußen werfen
um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren in der Dunkelheit und einige Meter entfernt blitzt ein wildes Paar Augen auf. Uns blieben nur wenige Sekunden, um zu handeln. Ich kann nichts machen. Ich habe all... Oh, Dolores ist wieder da. Damit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Oh Gott, Dolores sieht scheiße aus. Oh. Unter anderen Umständen hätten wir vielleicht versucht, es mit dem Wesen der Dunkelheit aufzunehmen, aber irgendwie war uns nicht danach. Also schrien wir nur am Spieß vor Angst. Das Wesen hatte wohl mehr Angst vor uns als wir von ihm. Es ist sofort davon gerannt. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist und die U-Bahn-Station klang nach einem guten Ort, um unversehrte Vorräte zu suchen. Anscheinend hatten auch andere Leute diese Idee. Hier unten lebte eine Gruppe von Leuten. Ihre Währung sind Gewehrkugeln. Sie sind keine Räuber, bleiben aber unter sich. Ach, geil, eine Metro-Anspielung. Sie sagten, wir könnten uns umsehen, wenn wir wollten. Wir lassen keine Gelegenheit aus, um an Wasser zu gelangen, also füllten wir so viele Flaschen wie möglich mit trüben und verstrahltem Wasser aus den Toiletten auf. Was für ein Genuss. Die Händler in der U-Bahn-Station hatten Interesse an unserer Kleidung. Wir waren schon immer stolz auf unseren Kleidungsgeschmack, aber während der Apokalypse sagt man nicht Nein zum Munitionsnachschub. Und man kommt vermutlich auch sehr gut ohne Unterwäsche aus, also kamen wir schnell überein. Plus Munition. Neben den Fahrkartenschaltern befand sich ein kleiner Wartungsbereich. Wir hatten gehofft, ein Stück Seife zu finden, damit wir uns endlich waschen konnten, stießen aber nur auf eine Dose Insektenspray. Die in der Station lebende Gruppe hatte Koffer, Rucksäcke und Beutel zu einem großen Haufen aufgeschichtet, den sie Barrikade nannte. Wir zogen vorsichtig einen besonders schönen Koffer heraus. Es war ziemlich schwierig und fast wäre dieses Kartenhaus zusammengebrochen, aber Gott sei Dank nur fast. Alter, was kriegen wir denn alles? Jawohl, noch ein Koffer. So, Dolores ist ganz platt. Sie sollten. Bla bla bla. Okay, Dolores, du kriegst beides. Und wir machen nochmal eine Expedition. Dolores ist in letzter Zeit nicht sehr gesprächig. Sie ist heute auch erst wieder gekommen. Sollen wir das auch auf den Grund gehen? Ja. Dolores ist tot. Wow. Alter. Alter. Wie das aussieht. Danke, Spiel. Mit Dolores zu reden hat einige ihre Probleme und Zweifel geklärt. Sie fühlt sich jetzt besser. Sie ist tot. Wenn Ted nichts trinkt, hält er es nicht lange aus. Bla 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 bla. Gut, dass ich ihr noch was zu essen und was zu trinken gegeben habe. Also, Timmy geht nach draußen. Du nimmst den Koffer mit. Und dann nehmen wir die Munition mit. Eine Suppe. Und das war's. Und let's go. Tag 20. Wir leben übrigens sehr viel länger, als ich gedacht hätte. Jetzt sind wir auch schon bei 12 Stunden und 8. Im Gesamtstream. Ja, Timmy ist bla bla bla. Das gibt's erstmal für beide Essen und Trinken. Man sollte meinen, die Postapokalypse wäre eine Zeit des Friedens und der Ruhe, da ja die meisten Leute nun ja nicht mehr da sind. Und trotzdem steht jemand an der Falltür. Als wir aufmachten, sahen wir einen seltsam aussehenden Mann im Blaumann gegenüber. Er fragte, ob wir ihm einen Wasserchip eintauschen würden. Ein Wasserchip? Was soll das denn sein? Ja. Ich gebe dem aber kein Wasser, weil wir selber kaum Wasser haben. Tag 21. Wir erklärten dem Mann, dass wir nicht wüssten, was ein Wasserchip sei und dass wir auch keinen hätten. Er dankte uns kurz angebunden und ging. Ja, und wir haben kein Radio. Wir können das Radio, die Radioaufgaben nicht machen. Es klopft. Da bla 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 bla. Keine Sorgen. Es gibt eine ganz weiß gekleidete junge Frau besuchte uns heute und bat um unsere Hilfe. Sie kam direkt zum Punkt und breitete einen Plan aus, der laut ihr ein Räuberlager zeigt, in dem ihr Zwillingsbruder gefangen gehalten wird. Anscheinend war der junge Mann so dumm, den größten Räuberboss zu einem Schwerkampf herauszufordern. Dies macht sich seine Schwester große Sorgen. Dann schicken wir mal Mary Jane dahinterher. Alter, da gab's einen Schutz. Tag 23. Die Frau rief schnell eine Gruppe von Freunden zusammen, dann begaben wir uns auf eine Mission, die erfolgreich verlief.
verlief. Den verschwundenen Zwillingsbruder zu finden, war kein Problem. Er klammerte sich an die Spitze einer Antenne neben den Zaun und versuchte zu entkommen. Bei seinem Duell mit dem Räuberboss hatte er eine Hand verloren, aber die Gruppe versorgte umgehend seine Wunden, sodass er überleben wird. Die Zwillinge bedankten sich und sagten, sie würden auf jeden Fall erneut mit uns in Kontakt treten. Wo ist Wasser und wo ist Wasser? Braucht ihr beides gerade nicht. Mary Jane ist heute ausgesprochen ruhig. Ja, dann schwätzen wir halt mit Mary Jane. Oh. Und Mary Jane ist jetzt verletzt. Oder wie darf ich das deuten? Und gut, das Gespräch hat geholfen zu haben, bla bla bla. Timmy, ein Haufen Autowracks zeigte uns, dass wir einen großen Parkplatz gefunden hatten. Keines Autos hatte die Druckwelle der Detonation beschadet überstanden, aber wir sahen uns trotzdem zwischen den Wracks um. Unter den verbrannten Überresten eines Picknicktisches fanden wir ein paar Flaschen Wasser. Die Flaschen machten keinen guten Eindruck, aber ihr Inhalt sah trinkbar aus. Jawohl. Es sieht so aus, als ob die Bomben jemanden beim Picknick überrascht hätte. Glücklicherweise war dieser jemand ein großer Fan von Tomatensuppe. Die unverwüstlichen Dosen waren über den ganzen Parkplatz verteilt. Plus zwei Dosen. Ein wenig abseits der Autowracks stand ein wirklich schickes Motorrad. Besser gesagt, es war mal schick, hat es ein wenig an Glanz verloren. Bei einer Inspektion der Seitentaschen fanden wir eine funktionierende Taschenlampe. Jawohl. Beim Auskundschaften des Ödlands stießen wir auf eine zerstörte Apotheke. Die meisten medizinischen Güter fehlten bereits oder wurden bei der Explosion beschädigt, aber im hinteren Teil des Ladens fanden wir einen unangetasteten Schrank. Wir entschlossen uns mit blablabla. Wir haben... Alter. Naja, dein Koffer, der ist weg und die Munition ist weg. Okay. Blablabla. Bla, 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 bla. Da kam noch eine Idee. Moment. Timmy ist sehr hungrig. Kriegst du jetzt Tomatensuppe? Was sonst? Was kommt als nächstes? Hol dir ein Radio, um weiteren Kontakt zum Militär herzustellen. Haben wir nicht. Warte auf weitere Anweisungen von der freundlich gesinnten Ödlandbewohnerin. Also. Wir machen einfach eine weitere Expedition. Und da geht dann Mary Jane raus. Tag 25. Alter, was ist das für ein Muschelkopf? In Erinnerung schwelgen oder nicht, wir müssen einen klaren Kopf bewahren und die vor uns liegende Wirklichkeit in den Griff bekommen. Bla 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 bla. Ted steht mit einem Fuß im Grabe, er braucht sofort etwas zu trinken. Ted hat Hunger. Okay. Es gibt also Essen für alle und Trinken. Mary Jane geht raus und du nimmst was zu essen mit. Wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Tag 26. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Hört ihr das? Geräusche von... Also Bitte? Ja? Ja, sag du, du hast ja begonnen. Ja, bei mir ist er immer nicht zurückgekehrt. Echt jetzt? Haben wir so krassen Delay? Ja. Oh, shit. Nee, ich meine jetzt Mary Jane. Ja, Mary Jane ist auch noch nicht zurückgekehrt. Die ist ja gerade erst raus. Ja, genau, deshalb habe ich das eingeworfen. Also bei mir auf der PlayStation damals ist Mary Jane niemals zurückgekehrt. Ah. Also egal wie oft ich sie rausgeschickt habe. Bei mir kamst du schon mal als Mutant zurück. Ja. Hört ihr das Geräusch von unter uns? Jetzt sollten wir uns wohl der Luke widmen, die sich in der Ecke des Raumes befindet. Die sich seit unserem Eintreffen im Bunker fest verschlossen ist. Ja gut, dann nehmen wir erstmal das Beil. Tag 27. Es scheint auf jeden Fall keine Probleme gemacht zu haben. Oh, unglaublich. Unter unserem Haus hatten wir die reinste Piratenhöhle. Sie war voller Schätze. Zu schade, dass wir nur eine Karte einstecken konnten, bevor das Gewölbe einstürzte. Zum Glück hatte das keinen Einfluss auf unseren Bunker. Okay. Wir haben eine Karte bekommen.
Ein Hunter gekommen, während der Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lottrigen Sack über die Schulter geworfen. Er machte uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack mit dem Inhalt bekommen. Wir konnten nicht sehen, was drin steckt, und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollen wir den Handel eingehen? Ach komm, eine Dosensuppe. Tut uns jetzt nicht weh. Und wir haben eine Katze gekauft. Miau. Miau. Kennst du nicht die Katze im Sack? Ja. Nachdem sich die... Ja, bla 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 bla. Scharikow. Und wir können immer noch nicht das mit dem... Dings machen. Ja, bla bla bla. Ja, wir können leider... Auf dem Rückweg von Expedition hatten wir etwas Seltsames gesehen. Eine Reihe von Lichtern am Horizont, die wild pulsierten und blinken. Wir konnten nicht viel damit anfangen, doch in einem Gespräch im Bunker sagte Timmy, dass es ein geheimes Pfadfindersignal gewesen sein könnte. Er müsste das Signal selbst überprüfen und mit einem Pfadfinderbuch entschlüsseln. Zufälligerweise haben wir ja eins da. Tag 30. Ich hätte nie gedacht, dass wir bis Tag 30 überleben. Naja, die meisten. Wir haben Timmy lange nicht mehr so aufgeregt gesehen. Er fand heraus, dass die blinkenden Lichter wirklich Pfadfindersignale waren. Das bedeutet, dass wir ein paar seiner Freunde immer noch leben. Es sei denn, ein paar Räuber haben ein Pfadfinderbuch gefunden und versuchen jetzt, unschuldige Kinder in eine Falle zu locken. Timmy will eine verschlüsselte Nachricht verfassen und sie bald abschicken. Timmy hat eine kurze Nachricht verfasst, die heute Nacht verschickt werden soll. Es geht auf verschiedene Weisen, also versuchen wir, die beste auszuwählen. Oder wir lassen das ganz. Es ist noch nicht zu spät, den Gedanken zu verwerfen. Nö, wir machen das jetzt mit der Lampe. Au? Timmy ging hinaus und kletterte die höchste Stelle hinauf, die er finden konnte. In unserem Fall war das ein umgefallener Lastwagen, auf dem sich zwei Autos stapelten. Wahrscheinlich nicht der sicherste Ort, doch er konnte die Nachricht erfolgreich versenden und sicher zurückkehren. Und jetzt warten wir. Oh nein, und hier ist jemand krank geworden, also geben wir ihm das Medkit. Als wir versuchen, den kleinen Teufel zu streicheln, fiel uns ein Zettel auf, der an seinem Halsband befestigt war und auf dem eine Adresse geschrieben stand. Könnte es sein, dass sein Besitzer noch lebt und Krankversorger ist? Die Chancen stehen nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir ihn ja besuchen. Oder uns zumindest vergewissern, dass er tot ist. Machen wir. Es klopft wieder. Puh, kurz, ich will seit einer Viertelstunde Schluss machen. Kurz bevor wir am Ende der Straße ankamen, wurden wir von zwei Männern in dunklen Mänteln aufgehalten. Sie eilten dem Kater entgegen, hielten ihn hoch und sagten, dass sie ihn schon eine ganze Weile gesucht hätten. Scharikow gehörte einer alten Dame, die ihn sehr lieb habe und den kleinen Racker schon vermisse. Wir ließen sie gewähren und gingen zurück in unseren Bunker. Dem Kater schien es nicht zu stören, warum also uns? Zum Glück ist er uns in den letzten Tagen nicht zu sehr ans Herz gewachsen. Gibt es einmal Wasser? Unsere Freunde sind wieder da. Die Zwillinge haben einen sicheren Ort gefunden, der sich für den Bau eines Lagers eignen würde. Ja, gut, wir haben aber leider keinen Medizinkasten mehr. Aber Mary Jane ist zurück. Wie sich das anhört. Oh ja. Leider mussten wir ihre Bitte ausschlagen. Die Medikamente brauchen wir selbst. Man weiß nie, wann einer von uns krank wird oder sich verletzt. Wer weiß, ob sie uns in einem solchen Fall helfen würden. Sie waren enttäuscht, verstanden es aber anscheinend. So, Mary Jane ist in den Bunker zurückgekehrt. Von der alten Stadtbibliothek ist nicht mehr als ein riesiger Trümmerhaufen übrig. Nur ein paar halb verbrannte Bücherregale und die Überreste des Bibliotheksschreibtisches sind noch erkennbar. Unter dem Schreibtisch der Bibliothekarin fanden wir eine Brotdose mit etwas Essbarem da drin. Natürlich war da Tomatensuppe drin. Es mag paranoid klingen, aber wir glauben, dass uns jemand gefolgt ist. Hoffen wir einfach, dass das nicht nochmal passiert, okay. Also außer einer Dose haben wir nichts bekommen. Na gut, Timmy, du darfst danach gleich... Du darfst dann gleich in die Expedition... Tag 34.
du meine Güte. Timmy hatte recht, das Signal kam tatsächlich von seinen Pfadfinderfreunden. Sie konnten uns dank dem Signalfeuer, das Timmy vor ein paar Tagen ausgesendet hatte, aufspüren. Und sie brachten Geschenke. Timmy freute sich, seine Freunde wiederzusehen, auch wenn auch nur für einen Tag. Alles in allem war es ein guter Tag. Okay, wir haben Spielkarten bekommen. Jeder kriegt jetzt was zu futtern. Timmy geht nach draußen. Und du kriegst die Karte mit. Tag 35. Uff. Bla 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 bla. Ah, Scharikow ist wieder da. Hm. Mary Jane braucht... Ted hat keinen Hunger mehr. Okay. Das heißt, hier brauchen wir einmal Wasser, hier brauchen wir einmal Essen. Und wir können immer noch kein Radio hören, weil wir kein Radio haben. Und die Katze ist wieder da. Tag 36. Ja, bla bla bla. Wir können das Radio nicht nutzen. Keiner hat braucht irgendwas. Seine Neugier hätte den Kater fast das Leben gekostet. Scharikow ist hat mit einem Kabel gespielt, das von der Decke hing. Als er daran zog, fiel Putz auf unseren Tisch und das Fellknäuel miaute wild. Was ist das eigentlich für ein Kabel? Es kann sich keiner daran erinnern, das vorher mal bemerkt zu haben. Der Kater könnte wütend werden, wenn wir ihm das Kabel wegnehmen. Also sollten wir ihn vielleicht einfach lassen. Oder sollen wir es genauer unter die Lupe nehmen? Ja, ich nehme es mal genauer unter die Lupe. Es wird aber garantiert jemand verletzt. Tag 37 und es klopft. Wieso ist Mary Jane weg? Was? Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend. Sie stürmte ins Ödland hinaus und schrie, dass wir es bereuen würden. Sie käme schon irgendwie an Wasser. Wir haben gerade wirklich Angst. Okay, ich habe Mary Jane verloren. Habe ich Ted und Dings verwechselt? Och nö. Ted hat Hunger. Och nö. Hoffentlich wird er nicht verrückt, unser Ted. Tag 38. Waren Agenten, echte Geheimagenten auf Regierungsmissionen. Sie zeigten uns ihre Ausweise. Ganz kurz. Sie haben uns gar nicht belauscht, sie waren am Kater interessiert. Außerdem wollten sie, dass wir ihnen bei ihren künftigen streng geheimen Missionen helfen. Wenn wir das täten, würden sie uns in ihren Regierungsbunker mit genug Vorräten und sogar Donuts bringen. Hoffentlich kommen sie bald mit weiteren Informationen zurück. Eine Frau auf einem angeblichen Kamel kam vorbei. Seit wann haben Kamele 5 Beine? Das Tier ist mit Handelsgütern bepackt. Wir haben alles nix. Aber immerhin ist Timmy zurück. Okay, wir haben 2 Wasserflaschen bekommen. Nein, wir können keine Expedition machen. Nach der letzten Expedition wissen wir, dass in unserer Straße ein Fahrzeug steht. Es sieht ziemlich einzigartig aus, aber noch konnten wir es nicht von nahem betrachten. Wir sind uns fast sicher, dass keine Räuber dahinter stecken. Vielleicht sollten wir jemanden schicken, um uns die Sache genauer anzuschauen. Es klopft schon wieder. Tag 40. Ja, Tag 40. Ich habe noch, glaube ich, noch nie bis Tag 40 überlebt. Wie schockierend. Es handelt sich um einen verdreckten Eiswagen. Er ist ein bisschen angekokelt und bräuchte neue Räder und andere wichtige Teile, aber die Sitze sind immerhin relativ gemütlich. Timmy ist sehr hungrig. Ted hat keinen Durst mehr. Bla bla bla. Okay, wir können jemanden rausschicken. Ich tue mal die Spielkarten austauschen.
Fähre tauschen. Na super, Militär können wir immer noch nicht machen. Tag 42. Bla 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 bla. Okay, dann kriegt ihr beide was. Kriegt ihr beide Wasser. Und wir können keine Expedition vor. Wir haben keinen. Wir sitzen gerade so ein bisschen in der Sackgasse. So, Tag 43 dafür. Ja, wir spielen schon über 40 Minuten diese eine Runde. Bla 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 bla. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Die Agenten riefen uns mit ihrer Hightech-Ausrüstung, Papierbecher, die mit einer Schnur verbunden waren, an. Und die nächste Geheimmission zu informieren, nach deren Erledigung wir bald sicherlich in den VIP-Bunker einziehen durften. Sie möchten, dass wir eine erfolgreiche Expedition durchführen und aufschreiben, was wir dabei sehen. Ist doch ganz einfach, oder? Tag 44. Na super, Ted ist krank geworden. Das ist genau das, was wir nicht brauchen können. Eine tote, leuchtende Ratte vor unserer Tür. Toll, Ted hat sich mit etwas infiziert. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt einfach nur schlecht. Ted kriegt was zu trinken. Da war eine Maus. Ted ist immer noch krank, das ist schlecht. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal eine tanzende Kakerlake sehen würden. Das haben wir auch noch nicht, aber wir haben schon... Einmal das Boy Scout Handbuch. Es klopft schon wieder. Ah. Bla bla bla, ich lese es nicht mehr alles vor. Na super, zwei Kranke. Das wird echt übel ausgehen, weil wir zwei kranke Leute haben. Wir können immer noch nichts machen, weil wir kein Radio haben. Oh, das ist doch schlecht. Wir können nichts machen, wir können nichts machen. Ich habe weder noch. Ich fürchte, das ist jetzt Ende. Ne, Tag 50. Es klopft aber wieder. Wow. Ted hat sich von alleine von der Krankheit... Beide haben sich von der Krankheit erholt. Was ist denn jetzt passiert? Es ist was sehr mutig, dass die Mädels so durch das Südland sind. Bla, 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 bla. Moment. Wie geht's denen? Also die Labortkittelträger vor einiger Zeit da waren und nach Wasser fragten, hatten wir Zweifel an ihrer Identität. Doch die sind jetzt wie weggewischt. Die Ärzte gaben uns heute ein paar Spritzen. Wir wissen zwar nicht, was genau da drin war, aber wir fühlen uns deutlich besser. Und diese Farben, sie leuchten. Drogendealer. Tag 51. Also Tag 51. Wann habe ich denn jemals bis Tag 51 überlebt? Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted hat sich von seiner Krankheit erholt. Bla bla. Ja, essen müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen.
Erbi, ich habe weder zwei Dosensuppe 4 noch Wasserflasche 4. Kann ich beides nicht erfüllen. Tag 52, es klopft auch schon wieder. Wir werden ihn nicht gehen, dieses Mal zumindest. Ted hat Hunger. Langsam wird's knapp mit dem Essen. Tag 53. Tag 53. Ich bin eine halbe Stunde über der Zeit. Tag 54. Ah, super, Ted ist krank. So, gehen wir mal Wasser raus. Ein Ted geht da nicht raus. Der andere geht raus. Tag 55. Ja, eine Mundharmonika gekriegt. Tag 56. So, wir haben keine Dosensuppe mehr. Ein Eiswagen. So, Timmy geht raus. Tag 57. Ich habe echt noch nie so lange überlebt. Ja, ich habe nichts, was ich den Agenten geben könnte. Tag 58. Komm, Tag 60 will ich zumindest noch erleben. Da nehmen wir ein bisschen Wasser. Tag 59. Die Plünderer überlebt und wir haben kein Wasser mehr. Tag 60. Wir haben Tag 60 erreicht. Und wir haben ein Radio gekriegt. Ja, Ted, wir können dir leider nichts zum Essen geben. So, mal schauen, ob wir... Von dem was, Tag 61. Ich habe echt noch nie so lang... Und wir können Ted heilen. Ja, super. Timmy ist tot. Das da können wir geben, das da können wir geben. Ted könnte eine Expedition überleben, das bringt uns nur leider nichts. Tag 62. Alter, wir spielen fast eine Stunde dieses Spiel mittlerweile. So, das Problem ist halt eben, dass ich dir leider nichts zu essen geben kann, weil ich nichts mehr zu essen habe. Nein, ich habe nicht gelesen. Von dem Feuer bewahren. Das ist unser... Jetzt haben wir ein neues Radio gekriegt. Das Radio ist direkt wieder kaputt. Ich kann dir leider nichts zu essen geben. Da, trink was.
Da, ich hab noch eine Mundharmonika. Tag 64, wir leben immer noch. Tag 65. Ja, super, eine Wasserflasche. Bringt uns nichts. Tag 66. Wie lange kann denn Ted ohne Essen überleben? Tag 67. Oh, nichts passiert. Wie jetzt alle Leute versuchen, irgendwie bei uns einzubrechen. Unverwüstlich. Und trotzdem sind wir tot. Wir dürfen den nächsten Morgen noch erleben. Unser Versuch, schöne, schmerzvolle Musik zu machen, dadurch ihre Herzen zu erweichen würden, endete stattdessen mit einer Kakophonie höllischen Lärms. Die Angreifer rannten davon, während sie sich die Ohren zuhielten. Sie werden bestimmt zurückkommen. Ja, und leider ist quasi jetzt unser letzter Mann gestorben. Und wir haben es nicht geschafft. Du bist gestorben. Wir sind gestorben. Na gut. Mir soll es recht sein, ich bin eine halbe Stunde über der Zeit. 12 Stunden und 35 Minuten. Am Timer habe ich 12 Stunden 37. Würde sagen, das Experiment 12 Stunden Stream ist damit eigentlich relativ gut gelungen. Aber ich mach's kurz, weil es ist halb 4. Es ist fucking halb 4 am 1.8. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an Lukas, der hoffentlich jetzt nicht eingepennt ist währenddessen. Und ich glaube, Lukas ist eingepennt. Lukas ist zumindest nicht mehr da. Gut, dann aber trotzdem. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs hoffentlich auf YouTube 12 Stunden lang angucken. Je nachdem in Teil 1 und Teil 2. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich nochmal vielen Dank. Und wir hören uns die Tage irgendwann mal wieder. Tschüss.